Hey Leute, heute zeige ich euch mal, wie man ein, nennen wir es mal, Upgrade-System macht. Ey, was willst du denn jetzt von mir? Also ein System, bei dem man irgendwelche Sachen, egal was, einfach upgraden kann. Ich habe jetzt als Beispiel solche Kanonen hier genommen, die ich mir kaufen kann für 100 Dollar. Und da diese Level 1 Kanone mir nicht smart genug ist, kann ich sie für ein bisschen mehr Geld, oben seht ihr, ich habe 5000 Coins, einfach nochmal upgraden oder nochmal upgraden oder nochmal upgraden oder nochmal upgraden oder nochmal upgraden. Nee, mehr Geld habe ich scheinbar nicht. Naja, sie ist trotzdem noch zu blöd, um diesen NPC zu treffen, der in deiner Wand steht. Aber sie wurde geupgradet. Und das muss natürlich nicht mit Kanonen sein, sondern mit allem Möglichen sein. Es geht im Tutorial also nicht um die Kanonen, es geht auch nicht um die NPCs, es geht um das System, mit dem man irgendwas upgraden kann. Wow, ist die dumm. Aber damit wir dieses System basteln können, wollte ich natürlich erstmal irgendwas haben, was ich euch zeigen kann zum Upgraden. Deswegen gehe ich einmal ganz kurz für die Leute, die es interessiert, rüber über die Kanonen und über die NPCs. Als allererstes braucht man natürlich NPCs, die spawnen, auf die die Kanone schießen kann. Dafür habe ich mein fertiges NPC-Modul genommen, welches ich schon mal in einem anderen Video gezeigt habe. Ist jetzt oben auf dem i verlinkt. Ich habe das hier in den Server-Script-Service gepackt und dann habe ich das Server-Script umgeschrieben. Ich habe Spawn-NPC-Script genannt, habe den NPC auch da reingepackt. Das Modul habe ich genauso gelassen, wie es ist. Wenn ihr es abschreiben wollt, hier, aber okay, es ist ein bisschen abgeschnitten. Meinetwegen müsst ihr halt damit leben oder ihr guckt euch das Tutorial an. Es geht jetzt halt wirklich nicht um die NPCs. Also basically holen wir uns erstmal die Umgebung, die Conny Library, auch das Datenmodul, auf das ich gleich noch eingehe und ein Folder im Workspace, der NPCs heißt, weil da kommen die NPCs gleich rein. Und dann wird einfach ein Infinite Loop durchgeführt. Alle 1 bis 10 Sekunden wird gecheckt, ob wir weniger als 50 NPCs gespawnt haben. Dafür benutze ich die Conny Library, weil damit kann man dann die Anzahl von einem Dictionary bekommen. Und dann wird die Spawn-NPC-Funktion ausgeführt. Die Spawn-NPC-Funktion, die klont einfach den NPC hier drin, packt den NPC in den NPC-Folder und gibt dann dem NPC-Modul die Aufgabe, daraus einen richtigen NPC zu machen, der herumläuft. Und dann wird in einer Coroutine die Idle-NPC-Funktion ausgeführt, die dann auch nur dafür sorgt, dass der NPC die ganze Zeit, solange er nicht tot ist, zu einer Random-Position läuft und dann 4 bis 15 Sekunden wartet und dann zur nächsten Random-Position läuft. Und wenn der NPC tot ist, dann kriegen alle Spieler im Spiel einfach Geld. Alle Spieler, weil ich jetzt nicht prüfen wollte, zu welchem Spieler die Kanone gehörte. Einfach allgemein. Wir loopen durch alle Spieler durch, holen uns dann die Daten mit unserem Datenmanager. Wenn sie nicht existieren, gehen wir zum nächsten Spieler über. Und wenn wir die Daten haben, dann increasen wir die Coins über den Wert, den wir hier oben festgelegt haben. Also 10 bis 300 Coins kriegt jeder Spieler. Und wenn der Spieler dann auch Leader Stats hat, wird das Ganze auch in den Leader Stats aktualisiert. Sehr simpel. Wenn ihr es nicht versteht, nicht so dramatisch, weil darum geht es heute nicht. Auf das Datending gehe ich natürlich auch nochmal ein. Dazu habe ich auch ein Tutorial gemacht. Jetzt auch oben auf dem i verlinkt. Da habe ich Supis Datastorm Modul verwendet. Sehr schönes Modul. Diese ganzen Scripts hier gehören zu meinem Modul dazu. Ich habe in dem Tutorial gezeigt, wie man das Data Settings Modul macht, wie man das Main Data Script und das Leader Stat Script macht. Die anderen sind nicht in Benutzung, außer Data Debug, aber das ist vollkommen egal. Ich habe im Main Data Script und im Leader Stat Script nichts geändert, das ist alles so geblieben. Nur in den Data Settings habe ich das Geld ein bisschen erhöht, damit ich es euch gleich besser zeigen kann, wie man Sachen mit Geld kauft. Wobei doch, im Tutorial habe ich glaube ich noch nicht gezeigt, dass ich die Reset in Studio Einstellung hinzugefügt habe, die dafür sorgt, dass wenn man im Main Data Script den State changed, das geprüft wird, ob dieses Setting an ist, ob man in Studio ist, und wenn das der Fall ist, dann werden die Daten vom Spieler zurückgesetzt, aber halt nur in Studio. Ja, für die Leute, die es interessiert, beim Leader Stat Script habe ich diesen Code hinzugefügt, sowie den Run Service Required, und beim Main Data Script habe ich auch die Conny Library required und diesen Code hier hinzugefügt. Sonst ist alles wie im Tutorial. Und jetzt kommen wir noch zu den Kanonen. Die Kanonen, die befinden sich in einem Folder im Server Storage. Also jetzt fängt dann tatsächlich mal das Tutorial an. Wir müssen nämlich erstmal unsere Sachen basteln, die man upgraden kann. Man kann natürlich per Code alle möglichen Sachen upgraden. Man kann ein Model haben. In dem Model kann man dann, wenn man es upgradet, die Eigenschaften, die Properties einfach anpassen. Vielleicht dann auch noch den Skin wechseln und so. Aber das wäre ein bisschen zu viel Aufwand für dieses Tutorial. Deswegen nehmen wir die einfach Methode und machen uns einfach für jedes Level ein neues Model. Wie ihr seht, habe ich hier 7 verschiedene Models. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die habe ich alle in einen Folder gepackt namens Geschützt Versionen. Die heißen dann auch Geschützt Level 1, Geschützt Level 2, Geschützt Level 3, 4, 5, 6, 7. Kann man dann immer so weitermachen. Und die habe ich dann einfach nur angepasst. Jedes Geschütz ist ein eigenständiges Model, das eigenständige Scripts hat. Dementsprechend ist hier sehr viel doppelter Kram drin. Das ist nicht so cool. Wenn man ein eigenes Spiel macht, will man es natürlich ein bisschen verallgemeinern mit einem Script, das sich um alles kümmert. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt.
Aber worauf es ankommt, ist, dass ihr verschiedene Models in einem Folder habt für die verschiedenen Level und dann die Level auch im Namen stehen habt. So wie mein Code funktioniert, sollte das Level am Ende des Namens stehen und dann passt das schon. Sonst habe ich hier aber nicht viel angepasst, wie die Kanonen funktionieren. Ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Ich habe da ein paar Kanonen genommen, die ich vor einigen Monaten mal erstellt habe für ein anderes Projekt, welches ich dann aber sein gelassen habe. Die Kanonen wurden nie wirklich fertig, der Code ist nicht wirklich gut. Aber wenn ihr Kanalmitglieder Tier 2 oder höher seid, dann könnt ihr natürlich alles, was ich hier zeige, herunterladen und könnt euch meinetwegen auch die nicht so guten Kanonen angucken, aber macht lieber eure eigenen. Macht wirklich lieber eure eigenen. Diesen Folder namens Geschützversion packen wir dann in den Server Storage, weil im Server Storage werden die Scripts von den Kanonen nicht ausgeführt, das ist wichtig. Und dann habe ich hier das Geschütz-Script. Und das ist das Script, um das sich alles kümmert. In dem Geschütz-Script holen wir uns natürlich erstmal wieder die Services, die wir brauchen und die Module. Das heißt, wir holen uns den Workspace, den Server Storage, weil im Workspace haben wir natürlich unsere Geschütze-Folder. Oh, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Dann zeige ich euch natürlich erstmal den. Wir haben natürlich im Workspace einen Folder namens Geschütze und dort sind dann die Bases. Also das sind einfach nur Parts, die ich irgendwo platziert habe, wo die Geschütze dann stehen können. Ihr könnt eure Geschütze natürlich schon da hinstellen, wo ihr wollt. Ich habe es aber so gemacht, dass wir einfach diese Parts platzieren. Und ich könnte theoretisch noch mal so eine Kopie von dem Part machen und es dann einfach hier hinpacken. Und dann ist alles cool. Und dann haben wir ein weiteres Geschütz, das man sich kaufen und upgraden kann. Und in den Parts habe ich einen Proximity Prompt drin. Und in dem Proximity Prompt habe ich eingestellt, Requires Line of Sight is False, damit das Geschütz nicht im Weg steht und man halt immer kaufen kann. Das ist alles. So, jetzt aber endlich mal zu dem Geschütz-Script. Wir holen uns den Workspace, weil da der Geschütze-Folder drin ist. Wir holen uns den Server Storage, weil da der Geschütze-Version-Folder drin ist. Und wir holen uns unser Datenmodul, weil wir wollen natürlich wissen, wie viel Geld der Spieler hat. Ihr könnt eure komplett eigenen Datenmodule verwenden. Und ich denke, dass ihr damit auch klarkommen werdet, so wie ich euch das zeige. Wenn nicht, dann müsst ihr wahrscheinlich noch ein bisschen mehr über Roblox Studio und Coding lernen. Holen wir uns mal die Folder, die wir brauchen und dann gleich noch die Preise für die verschiedenen Geschütze. Das heißt, der Geschütze-Folder und Geschütze-Version ist gleich Workspace-Geschütze, Server-Storage, Geschütze-Version. Und die Preise sind einfach ein Table, wo ich den Namen von jedem Geschütz drinstehen habe mit dem Preis, wie viel es kostet. Und hier ist es wichtig, dass der Name, der hier drin steht, auch exakt der Name ist, den wir im Geschütz-Folder drin haben. Und dann kümmern wir uns doch direkt mal um das Setup. Das heißt, vor-Geschütz-Base. Das sind halt genau diese Parts hier drin. Die heißen Base, weil sie Base heißen. Ist egal, wie sie heißen. In Geschütze-Folder, Doppelpunkt Get Children Do. Local Proximity Prompt ist gleich Geschütz-Base, Doppelpunkt Find First Child, which is a Proximity Prompt. If not Proximity Prompt, then Continue End. Also wenn wir keinen Proximity Prompt finden, dann ist es uns egal. Wenn wir aber eins finden, dann passen wir das Proximity Prompt an, indem wir sagen, Object Text ist geschützt Level 1, weil das ist das erste Geschütz, das wir kaufen möchten, Level 1. Action Text ist gleich kaufen, Preise, Geschütz Level 1, damit der Preis dann dort steht. Und dann wird eine Connection erstellt. Die Connection wird dann assigned zu Proximity.triggered und connected zu einer Funktion, in der wir eine weitere Funktion callen. Die nennen wir Upgrade. Da geben wir den Spieler, die Geschütz-Base, Proximity Prompt und Connection mit rein. Das ist alles, was wir Setup-mäßig brauchen. Und jetzt schreiben wir die Upgrade-Funktion, die dafür da ist, um das Geschütz abzugraden von 0 auf 1, von 1 auf 2 und so weiter. Und die sieht so aus: Local Function Upgrade nimmt den Spieler, das Base-Part, Proximity Prompt und die Connection. Das nächste Level, auf das wir upgraden wollen, das holen wir uns direkt aus dem Base-Part raus, indem wir sagen, Local Next Level ist gleich Base-Part, Doppelpunkt Get Attribute Next Level oder Geschütz Level 1, wenn wir noch kein Attribut haben, weil Geschütz Level 1, damit fängt es immer an. Dann laden wir uns die Daten vom Spieler, das heißt Local Daten ist gleich in meinem Fall stm.find Spieler, Spieler-Spieler.UserID, if not Daten, then Return End. Wenn ihr eure Daten irgendwie anders speichert in einem anderen Modul habt, dann holt ihr euch die von dem anderen Modul. Bei mir funktioniert das so, bei euch funktioniert das halt so, wie es bei euch funktioniert. Wenn wir die Daten haben, dann checken wir natürlich, ob der Spieler auch genug Geld hat. Also Daten.value.statistiken.coins ist kleiner als Preise Next Level than Return End. Ihr könnt hier bei euren Daten einfach sagen, Geld ist kleiner als Preise Next Level. Aber wenn wir dann genug Geld haben, dann kaufen wir natürlich das nächste Geschütz, indem wir sagen, Daten.value.statistiken.coins ist minus gleich Preise Next Level. Und falls wir Leader Stats haben, werden die Leader Stats aktualisiert. Das heißt, wir ziehen jetzt einfach den Preis von dem nächsten Level ab, von den Coins in den Daten. Der Spieler hat jetzt sein Geld verloren, aber er braucht natürlich noch ein neues Geschütz. Um aufs neue Geschütz abzugraden, müssen wir natürlich das alte Geschütz entfernen. Das heißt, wir sagen jetzt,
Altes Geschütz ist gleich Base, find first child, which is a model. Und if alt, then alt destroy, weil es kann ja sein, dass dann auch gar kein Geschütz drin ist, weil wir gerade uns erst Level 1 kaufen. Und jetzt können wir es endlich aufs nächste Level upgraden, indem wir sagen, Geschütz ist gleich Geschützversionen in eckigen Klammern next level, Doppelpunkt clone. Das heißt, wir gucken in den Geschützversionen-Folder, ob da etwas mit dem Namen vom next level drin ist. Wenn ja, dann machen wir davon eine Kopie. Diese Kopie, und jetzt kommt ein wichtiger Part, die pivoten wir rüber zu der Position vom Base-Part. Das heißt, Geschütz pivot to base.cframe. Und das ist eine wichtige Sache beim Setup. Jedes dieser Model braucht ein Primary-Part. Und ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe in all diesen Models hier unten dieses Ding hier drin. Diesen Kreis, diesen Zylinder. Und das ist bei mir das Primary-Part. Das heißt, ich bin aufs Model gegangen, habe dann hier auf Primary-Part geklickt und dann habe ich auf Base geklickt. Dadurch ist das Primary Part gesetzt und dadurch kann man die Pivot-To-Funktion verwenden. Und dann, wenn man die Pivot-To-Funktion verwendet, wird das Model genau an die Position gepackt, beziehungsweise der C-Frame vom Primary Part wird genau an die Position gepackt, an den C-Frame, den man halt weitergibt. Die Parts, die ich hier platziert habe, sind ein identischer Zylinder und dementsprechend kann ich dann einfach den C-Frame von diesem Zylinder nehmen und ihn in die Pivot-To-Funktion reinpacken, sodass das Geschütz dann halt wirklich exakt an diese Position gepackt wird, was jetzt nicht funktioniert, aber es würde dann theoretisch exakt an der gleichen Position, wenn wir Pivot 2 machen würden. Deswegen wichtig dran denken, jedes eurer Models braucht ein Base Part, ein Primary Part und diese Base Parts, je nachdem in welche Richtung die gucken, in die Richtung guckt dann am Ende auch euer Model. Wenn die auf dem Kopf sind, wird eure Kanone auch auf dem Kopf sein. Wenn die hier so gedreht ist, wird die Kanone auch so gedreht sein. Das ist wichtig zu beachten. Und es wird immer der C-Frame von diesem Part sein, an dem sich dann euer Model ausrichtet. Deswegen Geschütz Pivot 2 Base.C-Frame. Dann packen wir das Geschütz in die Base rein und machen die Base Transparency auf 1. Ich check jetzt auch nicht, ob die Base Transparency schon 1 ist, weil wenn sie schon 1 ist, kommt sie auch auf 1, ist ja eigentlich egal. Dann haben wir das Geschütz geupgradet und wir können den Object Text vom Proximity Prompt ändern und zwar auf das Next Level, das es jetzt ist. Und dann müssen wir das nächste Upgrade vorbereiten, damit wenn die Funktion wieder ausgeführt wird, auch bei Next Level das nächste Level drankommt und nicht das aktuelle Level. Und da trickse ich jetzt ein bisschen und zwar genauso. Nächstes Level vorbereiten. Wir holen uns erstmal das Level als Zahl, indem wir sagen toNumber string.sub in Klammern next level, string.len Geschützlevel plus 1, string.len next level. Was macht das? String.sub nimmt einen Teil aus einem String heraus. Und wir wollen den Teil haben, der hinter Geschützlevel steht, weil bei mir heißen die Models alle Geschützlevel und dann die Zahl vom Level am Ende. Deswegen kann ich einfach sagen, okay, die heißen alle Geschützlevel. Das heißt, nimm am Anfang das Geschützlevel weg. Ich muss hier plus 1 schreiben, weil man fängt an dem Punkt an, wo wir hier aufhören. Das heißt, String.Leng Geschützlevel plus 1. Da sollst du anfangen. Und dann String.Leng Next Level. Nimm die maximale Länge. Das heißt, gib mir alles, was nach Geschützlevel steht. Und wandle das Ganze dann in eine Zahl um. Dann prüfen wir, ob Level als Zahl größer oder gleich ist als 7. Wenn es größer oder gleich ist als 7, dann haben wir das Max-Level erreicht, schreiben in den Action-Text Max-Level und disconnecten die Connection, weil dann können wir nicht mehr upgraden. Aber falls wir das Max-Level nicht erreicht haben, dann bereiten wir jetzt wirklich das nächste Upgrade vor, indem wir sagen, ProximityPrompt.ActionText ist gleich Upgrade, Preise, Geschützlevel, Level als Zahl plus 1. Also wir erhöhen das Level plus 1 für den Preis und Base, Doppelpunkt, Z-Attribute, Next Level, Komma, Geschützlevel, Punkt, Punkt, Level als Zahl plus 1. Also wir erhöhen einfach das Level plus 1 und haben damit das nächste Level, das dann einfach ins Attribut Next Level reingepackt wird. Und wenn die Funktion erneut ausgeführt wird, holen wir uns ja wieder Next Level von Get-Attribute und haben dann das nächste Level, mit dem wir dann wieder das nächste Geschütz bekommen. Und das so lange, bis wir bei Level als Zahl 7 sind. Dann sagt er, okay, Max Level erreicht. Hier ist Schluss. Und das ist alles. Es ist an sich super einfach. Man kann es natürlich noch sehr viel komplizierter machen. Ich habe euch nämlich die einfachste Methode gezeigt, die mir so eingefallen ist. Mit einfach jedes Model ist ein eigenes Model. Und man kann dann einfach Ihr könnt natürlich bei jedem Upgrade noch Effekte hinzufügen, Tweens hinzufügen, wie ihr wollt. Und ihr könnt euch natürlich auch die Mühe machen, nicht das Model auszutauschen, sondern wirklich das Model anzupassen. Weil in dem Model sind auch Attribute drin, die werden einfach erhöht. Und dann könnte man vielleicht noch den Skin anpassen, die Farbe anpassen per Code. Aber das habe ich nicht gemacht. Einfach alles in den Folder gepackt und austauschen. Und das läuft dann schon. Komm, wir geben dir ein höheres Level, damit du ein bisschen gefährlicher wirst. Und ich gebe dir noch einen Freund, weil ich habe ja noch 500 Coins. Wenn ich kaufe, seht ihr auch oben, meine Coins werden weniger, wenn ich welche kaufe. Und der NPC ist tot, das heißt, sobald er despawnt, müsste ich nicht mehr 350 Coins haben, sondern die Coins sollten sich dann gleich erhöhen für einen zufälligen Wert zwischen 10 und 300. Und zwar... Nein, es ist noch nicht passiert. Oder es ist vorher schon passiert, wer weiß. Warten wir mal, bis der nächste NPC tot ist.
Der hier ist tot, okay. Bekomme ich jetzt endlich mehr Coins? Ja, 435 Coins habe ich jetzt bekommen. Und der ist auch tot. Ich werde reich, Leute, ich werde reich. Und von den neuen Coins, die ich bekomme, kann ich mir dann natürlich mehr Geschütze kaufen. Oh, das hat mir nur wenig Coins gebracht. Und die weiteren Geschütze können mir dann mehr Geld einbringen. Und damit haben wir dann schon ein kleines Spielprinzip mit süßen kleinen Geschützen, die sich immer umsehen und dann ab und zu auch schießen. Was ist mit dem denn hier los? Bro, geht's dir gut? Wo willst du hin? Er hat einfach keine Lust mehr. Oh, doch, er hat wieder Lust. Wo geht's jetzt hin? Naja, viel Spaß beim Schwimmen. Aber pass auf, hier ist ein Geschütz. Das könnte dich abballern. Ja, auf Level 2 sind die Geschütze ziemlich dumm. Er guckt zwar, aber wird er auch schießen? Wird er auch schießen? Traut er sich? Ich habe die Geschütze bis Level 2 wirklich sehr, sehr harmlos gemacht. Er ist runtergefallen. Nein, dafür kriege ich aber auch Geld. So, Upgrade. Jetzt geht's los. Ab Level 3 geht's los. Da schießen die dann auch ordentlich. Na, wie auch immer, wenn ihr Kanalmitglieder Tier 2 oder höher seid, könnt ihr das fertige System dann einfach auf meinem Discord-Server herunterladen. Ihr müsst dafür natürlich in die Videobeschreibung gehen, auf den Link klicken, auf meinem Discord-Server sein, auf meinem Discord-Server euren YouTube-Kanal mit eurem Discord-Profil verknüpft haben, damit ihr auch die Rolle bekommt. Gehört alles dazu. Und es würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Ich finde aber, es bringt euch sehr viel mehr, wenn ihr versucht, den Spaß einfach selber zu coden, weil durch selber coden lernt man. Upgrade! Yeah! Das war's jetzt aber mit dem Video. Bis dann und ciao!